Die meisten Unfälle passieren in der Freizeit oder beim Sport. Achte daher darauf, dass du immer ein Erste-Hilfe-Set dabei hast, wenn du Ausflüge unternimmst oder sportlichen Aktivitäten nachgehst. Diese gibt es in unterschiedlichen Größen, so passen sie in deinen Rucksack, aber auch in deine Jackentasche. Du kannst die Erste-Hilfe-Sets individuell ausstatten und auch der Jahreszeit anpassen. So kannst du zum Beispiel eine Zeckenzange mitnehmen, wenn du im Frühjahr gerne wandern gehst. Es zahlt sich auch aus, gutes Verbandsmaterial dabei zu haben. So eine kleine Blase kann den ganzen Tag versauen. Und ein Blasenpflaster kann dir da schon helfen. Für richtige Notfälle gibt es auch andere Sachen, mit denen du Wunden verbinden kannst. Zum Beispiel sterile Wundauflagen und Wundverbände in unterschiedlichsten Ausführungen. Pflaster oder Wundsprays, Dreiecktücher oder Wundsalben. Auch die Alu-Rettungsdecke sollte bei deiner Ausstattung nicht fehlen. Und wie ist das mit Medikamenten? Soll ich die auch mitnehmen? Wenn du regelmäßig Medikamente einnimmst, solltest du diese auch zu deinem Erste-Hilfe-Set hinzufügen, dass du sie für den Fall der Fälle immer dabei hast. Denke auch daran, Erste-Hilfe-Material hat ein Ablaufdatum. Kontrolliere also den Inhalt deines Verbandbäckchens regelmäßig und tausche abgelaufenes Material aus. So bist du für den Tag gut gerüstet.